Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 31. August 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, in der Astrologie beobachten wir ja die Bewegung der Planeten und deuten diese, dabei bilden diese Planeten immer wieder bestimmte Winkelverbindungen zueinander, die eben auch gedeutet werden. Dabei gibt es schnell laufende Planeten, deren Winkelverbindungen manchmal nur einen Tag oder kürzer wirksam sind. Und es gibt eben andere, deren Verbindungen zueinander über längere Zeiträume, manchmal auch über Jahre hinweg gültig sind, wie wir es ja in den letzten Jahren mit dem Quadrat von Uranus und Pluto hatten. Und das Jahr 2016, es ging im Grunde schon Ende 2015 los, war geprägt vom Quadrat des Saturn und Neptun, Saturn hier im Schützen, Neptun in den Fischen, die in gewisser Weise Gegensätze darstellen, weil Saturn ist all das, was unsere Realität ausmacht, Zeit und Raum, aber auch in der Gesellschaft Regeln und Gesetze, Form, Abgrenzungen, klare Konturen, klare Grenzen, während Neptun genau all das symbolisiert, was dem nicht entspricht, das Grenzenloses, Raumlose, Dinge, die sich eben nicht begrenzen, definieren, einordnen lassen. Aber daher auch ein gewisses chaotisches Moment, aber Neptun steht eben auch für das Feinstoffliche, für den spirituellen Prozess, für den Weg nach innen. Und so lagen diese beiden Faktoren im Quadrat zueinander und so hat eben manchmal unsere soziale Gesinnung über die Vernunft gesiegt oder bestimmte Grenzen überwunden. Andererseits war auch immer wieder der Impuls da, unsere Spiritualität zu begrenzen. Ein sicherlich nicht einfacher Aspekt, weil er eben immer gegensätzliche Momente zusammengebracht hat, die wir nicht immer in uns verbinden konnten. Und so war es manchmal so, dass die Verantwortung und die Pflicht sehr stark wog, Neptun aber uns manchmal die Motivation genommen hat, dem weiter zu folgen und andererseits halt auch einfach die Freude am Sein, das auflösende Moment, die Spiritualität, der Weg nach innen, manchmal auch wie versperrt erschien. Diesen Konflikt konnten wir in vielen Bereichen sehen. Im September werden Saturn und Neptun, diesen Aspekt noch ein weiteres Mal, wird er nochmal genau werden und dann lösen sich beide voneinander. Der schnellere Saturn löst sich aus dieser Kombination und dann wird Ende des Jahres werden andere Aspekte eine größere Rolle spielen. Wir erleben also jetzt diesen letzten Höhepunkt dieses Konfliktes auch daran, dass der Neumond von morgen diesen Konflikt nochmal ganz stark aktivieren wird. Wir sehen heute am Mittwoch den Mond noch im Zeichen Löwen, im Herzzeichen Löwe. Der Mond wird aber heute Nachmittag um 17:22 Uhr ins Zeichen Jungfrau wechseln, sodass wir so zwischen 17 und 18 Uhr Wechselenergie haben. Dann danach der Mond in der Jungfrau, wo er bis in der Nacht zum Sonnabend bleiben wird. In der Nacht zum Sonnabend geht es dann weiter in die Waage. In der Jungfrau ist hier eine starke Betonung. Die Sonne befindet sich hier, der Mondknoten befindet sich hier, der rückläufige Merkur befindet sich hier, Jupiter auch. Venus ist schon in die Waage weiter gewechselt. Jungfrau, das Zeichen der Heilung, der Verbindung. Wo eben seelische, geistige und körperliche Aspekte zusammenkommen. Und hier sehen wir, dass am Donnerstag um 11:03 Uhr Sonne und Mond auf einem Punkt stehen. Es ist Neumond. Der alte Zyklus endet, ein neuer Zyklus beginnt. Und dieser Neumond hier ist bei der Mondknotenachse. Das bedeutet, es ist eine ringförmige Sonnenfinsternis, die bei uns nicht in Afrika zu sehen sein wird. Sonnenfinsternisse beleuchten immer auch Bereiche, wo es im Grunde wirklich dunkel und finster ist, wo es darum geht, mehr Licht dort hineinzubringen. Und hier dieser Neumond steht eben im Quadrat zu Saturn und in Opposition zum Neptun und aktiviert dadurch dieses Quadrat.
Das heißt, die ganzen Spannungen dieses Jahres werden nochmal gebündelt und deutlich. Und wir können ja einen Neuanfang wagen, der eben auch sehr viel Heilungs- und Integrationsenergie in sich trägt, wenn es uns denn gelingt, diese gegensätzlichen Aspekte in uns zu vereinen. Das genau muss das Ziel sein, dieses Neumondes, der im Grunde das Alte nochmal in sich bündelt, aber auch den Impuls zum Neuen gibt. Denn Venus ist hier schon in die Waage vorgewechselt, Jupiter wird ihr bald folgen. Neue Aspekte spielen dann eine große Rolle und hier geht es darum, das Alte zu integrieren, einen gewissen Standpunkt zu finden, sowohl Aspekte der Realität wie auch Aspekte der Spiritualität miteinander zu verbinden. Dann können wir die Kraft des Neumondes wunderbar nutzen. Wundern wir uns nicht, dass wenn heute und morgen auch Dinge in uns auftauchen, die wir nicht so gebrauchen können, dass Gefühle oder Empfindungen aufsteigen können, weil der Neumond immer auch ganz stark das Unbewusste aktiviert und man manchmal bestimmte Dinge, die man sich vorgenommen hat, so dann nicht hinbekommt, ist immer in gewisser Weise astrologisch gesehen eine Ausnahmesituation. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.